Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Tobro und heute kommen wir mal zu einem Smartphone, was mich eigentlich im letzten Jahr ziemlich stark interessiert hat und ich habe es endlich gebraucht gekriegt. Von daher gleich vorweg, das wird kein Unboxing, sondern eher ein Ersteindruck-Video. Ganz einfach darum, weil ich den Originalkarton nicht habe, weil ich das Gerät gebraucht gekauft habe. Es geht um das Nokia 3, ihr habt schon im Titel gesehen, ich will es mir heute mal angucken. Will euch dabei mitnehmen, erzähle euch auch ein bisschen was über die technischen Spezifikationen, was normalerweise im Lieferumfang ist und wie das aussieht, werde ich euch mal oben hier oder hier nochmal verlinken. Ich werde euch da mal ein Video von einem netten Kollegen ganz einfach mal verlinken. Dort könnt ihr euch nochmal, wenn ihr euch jetzt unbedingt angucken wollt, wenn ihr so eine Verkaufsverpackung auspackt, was da alles mit drin ist. Ich werde es euch natürlich auch nochmal sagen. Ich habe aber wie gesagt keinen Originalkarton hier, weil ich es gebraucht gekauft habe, weil es halt einfach auch günstiger für mich ist. Nichtsdestotrotz, fangen wir mal an nach dem Intro. Hier haben wir schon das Smartphone an und für sich. Ich werde einmal kurz zu den technischen Spezifikationen kommen. Wie gesagt, ich habe keinen Originalkarton dazu. Normalerweise gehört da noch einmal natürlich Ladekabel mit Ladeadapter, ich glaube 5 Volt, 1 Ampere. Dann gehört noch ein SIM-Kartenöffner, weil wir haben hier natürlich Dual-SIM. Der ist natürlich jetzt auch nicht mit dabei. Auch 3,5 mm Klinkenport ist dabei. Hier sehen wir schon die kleine Stelle, warum das auch so extrem günstig war. Aber das gibt uns auch einen Ausdruck, dass es ein Metallrahmen ist. Das wäre normalerweise mit dabei und natürlich auch ein Kurzanleitungsheftbuch, wie auch immer. Bevor ich jetzt aber doch nochmal zu den technischen Spezifikationen komme und wir uns das Gerät gerade mal so angucken, würde ich mal sagen, wir gehen einmal kurz rum um das Gerät. Wie gesagt, hier Dual-SIM. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Schacht für was ist. Das muss ich noch herausfinden. Der eine ist auf jeden Fall auch noch für eine Speicherkartenerweiterung. Bis zu 128 GB laut Herstellerangaben. Und die Dual-SIM-Funktion kriegt ihr natürlich nur im freien Markt, wenn ihr euch jetzt bei einer Vertragsverlängerung dieses Telefon holt, werdet ihr nicht die Dual-SIM-Funktion haben, beziehungsweise nicht das Dual-SIM-Handy, sondern nur die Single-SIM-Variante, weil euer Vertragsanbieter da keine Dual-SIM-fähigen Smartphones mag. Oberseite 3,5 mm Klinkenport, hier haben wir noch ein kleines Mikrofon. Dann gehen wir hier rum, hier haben wir die ganzen Buttons, Power-On-Button, Laut- und Leiser-Wippe. Ich für meinen Fall finde die etwas zu hoch angesetzt, also man muss sich echt schon strecken, um jetzt lauter zu machen. Weiß ich nicht, ob das so geil kommt, muss ich mal gucken, nachher im Test. Dann haben wir hier natürlich nichts weiter. Hier unten auf der Unterseite haben wir einen Lautsprecher, ein Mikrofon und Micro-USB. Dazu sage ich jetzt nichts Micro-USB, weil, ja, ich hätte gerne Typ C gesehen, auch in der Einsteigerklasse, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht dran. Deswegen ist Micro-USB ja noch für uns der Standard. Dann haben wir hier die Kamera und wir sehen schon so, dass das eine extrem kleine Kamera ist. Also wirklich extrem klein. Ich bin auf jeden Fall auf die Fotos gespannt. Nokia war ja immer eigentlich ein geiles Smartphone für Kameras, beziehungsweise solange es noch Microsoft mit im Spiel war, war ja auch noch Carl Zeiss für die Optiken zuständig. Und da waren die Fotos bzw. die Videokameras immer extrem geil. Dann haben wir hier den normalen Flashlight, eine LED, so wie es aussieht. Ob wir eine Benachrichtigungs-LED haben, kann ich euch jetzt gar nicht noch so aus dem Stegreif sagen. Das werde ich nachher gleich nochmal nachgucken, also das sehen wir dann nachher auf jeden Fall. Und wir haben 16:9, 5 Zoll mit Offscreen-Buttons. Gut, hier oben ist es dann ein bisschen schmaler. Ach ja, die Kamera, 8 Megapixel, 8 Megapixel. Wollen wir mal sehen. Auf jeden Fall extrem fett anfälliges Display und auch die Rückseite, auch wenn sie matt ist. Ich habe mir extra vorher eben gerade die Hände gewaschen, damit das nicht ganz so stark ist. Aber das Display zieht ja wirklich sämtliche Fingerabdrücke an, die es irgendwie gibt. Während ich jetzt das Telefon ganz einfach hochfahre, werde ich euch mal die ganzen technischen Spezifikationen nennen. Dafür werde ich das Telefon einmal hier natürlich reinstellen. Das sieht ein bisschen cooler aus. Wir haben Android 7.0. Soll auch Update auf 8.0 kommen, finde ich sehr interessant. Dann haben wir den MTK 6737, den kennen wir irgendwoher. Ich glaube, wir haben vor kurzem gerade ein Telefon vorgestellt, das hatte nämlich den gleichen Prozessor. Das ist ein 1.3er Quad-Core, also 4 Kerne, 2 GB RAM, 16 GB
Speicher, interner Speicher, wie gesagt, erweiterbar bis zu 128 GB. Dann haben wir ein 5 Zoll HD-Display, wir haben es schon eben gerade gehört, extrem schön. Ja, ich weiß, es muss noch gleich eingerichtet werden, das werden wir auch gleich machen, beziehungsweise ich werde das gleich machen. Aber ich will erstmal die ganzen technischen Spezifikationen durchgehen und nicht verwundern, das ist gerade extrem hell von hinten, weil beim letzten Video war das ein bisschen dunkel, finde ich persönlich. Deswegen habe ich hier ein bisschen mehr Licht jetzt hingebracht. Die 8 Megapixel Front- und Rückkamera habe ich euch ja schon gesagt. LTE ist mit an Bord, sogar LTE Cat 4, das heißt bis zu 150 Mbit die Sekunde Download möglich, sofern es euer Vertrag und euer Datenvolumen hergeben. Und natürlich ein 2630 mAh Akku. Wie umständlich kann man das bitte schön anstatt 2600? Nein, sie mussten nochmal 30 nochmal oben raufknallen. Ich würde sagen, ich richte das Gerät jetzt einmal kurz mal ein, mach das mal einmal schnell und dann sehen wir uns nach diesem kleinen Cut gleich wieder. So, hier haben wir das Telefon. Ich habe es jetzt eingerichtet. Und wie wir sehen, sehen wir natürlich Stock Android 720p Auflösung. Allerdings hier in dem etwas helleren Bereich, ich habe ja jetzt hier ziemlich viel Licht, musste ich jetzt eins der wenigen Telefone, wo ich wirklich gleich von vornherein auf volle Granate gehen musste. Weiß ich jetzt nicht, wie das so ist, aber zum Anfang finde ich das schon mal etwas komisch. Wir gucken uns das aber einmal an. Wir haben hier Stock Android. Ich sehe einfach Stock Android. Und wenn ich Stock meine, dann meine ich wirklich komplett Stock Android. Ich sehe hier keine einzige App, die hier nicht hingehört. Ich sehe hier auch einen schönen Launcher, den normalen Launcher. Und dafür soll Nokia ja bekannt sein. Das will Nokia wirklich jetzt mal wieder zeigen, dass sie ganz einfach mit Stock Android durchstarten wollen. Das heißt, schnelle Updates liefern wollen. Und genau das möchte ich ganz gerne auch sehen, ob sie auch dieses Low-Budget-Handy einfach auch updaten. Die Offscreen-Buttons hier unten, ja, sie sind vorhanden, es ist auch ein bisschen breiter, ja, aber das Display an und für sich sieht wirklich ganz hübsch aus. Aber wie immer natürlich beim ersten Eindruck ist für mich sehr wichtig die Kamera. Und hier erwarte ich auch wirklich mehr als wie jetzt hier bei diesen China-Bomber. Es ist ganz einfach so. So, jetzt gehen wir aber mal hier oben in die Einstellungen als erstes. Gucke ich mal rein. So, hier sind wir jetzt einmal ganz kurz in den Einstellungen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Auf dem Display der Kamera sieht das fast nur weiß aus. Hier sehen wir alle möglichen Sachen. Ein Kompass kann ich einstellen. Kompass-Tag, Höhe, ach, allen möglichen Kack-Kram, sage ich jetzt mal. Wichtig ist aber eigentlich nur die Skalierung und die Auflösung der Fotos. Ich habe jetzt hier Rückkamera 8 Megapixel 4:3, Frontkamera 8 Megapixel 4:3, Videos, Rückkamera 720p, mehr ist nicht drin und Frontkamera auch nur 720p. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die ersten Fotos, beziehungsweise ich mache jetzt ein paar Fotos. Das sieht hier auf dieser Linse, sieht das extrem gut aus. Dafür nehme ich mir hier mal ganz einfach die Alexa und mache da mal ein paar Fotos von. Ich schmeiße auch die jetzt hinten rein und wir sehen uns gleich auch nach dem Video wieder. So, hier ist der Videotest mit dem Nokia 3 in 720p, wahrscheinlich hochgerendert auf 1080. Wir gehen einmal in das Licht, das sieht ganz gut aus, gucken einmal aufs Bett, hier ist alles mögliche, Kamera und Drohnen-Equipment, was ich jetzt noch nicht gerade genutzt habe, und gehen nochmal einmal hier auf die Alexa, gehen einmal runter und setzen nochmal den Punkt genau hier vorne auf die Alexa. Das sieht eigentlich wirklich ganz gut aus, ich würde aber sagen, wir beenden. Video habt ihr ja jetzt eben gerade gesehen, wir gehen mal jetzt in die Fotos rein. Dann haben wir hier das erste Foto. Und ich muss wirklich sagen, hier auf dem Handy-Display sieht das wirklich brauchbar aus. Das sieht wirklich, wirklich brauchbar aus. Kann sogar gut ranzoomen und sieht immer noch ein paar Details. Natürlich verwäscht es irgendwann, aber das ist, denke ich mal, ganz klar. Wir gehen mal kurz hier einmal auf das Abonnieren, gucken da einmal direkt drauf, machen das mal richtig schön groß. Und ich muss ehrlich sagen, das sieht wirklich gut aus. Das kann man nicht anders sagen.
Dann haben wir hier Selfie. Gut, Selfie, klar, 8 Megapixel Selfie. Das ist schon vernünftig. Das sieht auch dementsprechend vernünftig aus. Vielleicht ein bisschen verwackelt von mir, aber das sieht immer noch wirklich ganz gut aus. Dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier das Selfie mit der kleinen Kamera. Ich filme ja momentan mit der kleinen Kamera. Dann gehen wir auch noch mal ran. Und wir sehen auch hier, sind auch noch ein paar Details da. Es ist leicht verwackelt, aber wie gesagt, ist außer freien Hand fotografiert. Die machen den Namen Nokia wirklich alle Ehre. Aber irgendwie ärgert mich das so ein bisschen. Das ist, war jetzt definitiv ein HDR-Bild. Das sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen schief, wenn ich jetzt hier so gucke. Normalerweise sieht er eigentlich relativ gerade aus. Kann vielleicht auch von dem Winkel mit dem Winkel zu tun haben. Das mag vielleicht so sein, weil hier ist es schon wieder gerade, schon wieder vernünftig. Das sieht ganz okay aus. Kamera sind wir durch, aber wir wollen noch mal kurz gucken, beziehungsweise ich will noch mal gucken, wie viel freien Speicher wir noch zur Verfügung haben. 7,15 GB von 16 GB verbraucht. Gut, ich habe ja jetzt auch ein paar Fotos gemacht. SD-Karte ist auch noch drin, eine 32er. Hat der Vorbesitzer schon reingemacht. Deswegen habe ich die noch drinnen gelassen. Lasst euch deswegen nicht von diesem Wert 45 GB insgesamt nicht erschrecken. Das soll es mit dem Ersteindruck-Video gewesen sein von dem neuen bzw. aktuellen Nokia 3 Smartphone. Ich persönlich fand es sehr interessant. Gerade die Kameras finde ich sehr interessant. Und ich denke mal, wir werden das Telefon noch ein, zwei, dreimal sehen. Nicht unbedingt nur aufs Review bezogen, sondern vielleicht auch noch ein paar andere Videos. Wenn ihr nichts mehr davon verpassen wollt, beziehungsweise wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr die unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und Toburo sagt mal, bis die Tage, haut rein, ciao.